Ja, auch von meiner Seite erstmal ein herzliches Willkommen hier in Berlin zur Intergeo dieses Jahr. Mein Name ist Carsten Grinitz. Lassen Sie mich ganz kurz zur Firma oder zur Firmengruppe was sagen. Wie schon angedeutet, wir sind der Vertriebspartner für Trimble in verschiedenen Produktbereichen hier in Nord- und Ostdeutschland mit der Altera im Bereich der Vermessungslösung. Parallel dazu gibt es das Portfolio von Trimble im Bereich der Hochbaulösung und dort sind wir, wie gesagt, zuständig, machen nicht nur den Vertrieb, sondern eben auch die Service und Support für unsere Kunden, das soweit als Überblick. Die Folie kennen Sie bereits. Das, was ich eigentlich hier zeigen möchte, ist ein bisschen mehr den Fokus in Richtung auf die praktische Anwendung. Wir haben jetzt viel über Datenaustausch gehört. Das, worum es gehen soll, ist, dass wir zum einen die Vermesser haben, die eben die reale Welt versuchen abzubilden. Wir haben die Maschinensteuerungssysteme, die Daten erfassen, die sind alle irgendwo geopositioniert. Wir haben zusätzliche Informationen und wie wir die entsprechend dann in die digitale Welt praktisch überführen, sprich, dass wir eben für das Baumanagement, für die Eigentümer, für die Generalauftragnehmer Daten bereitstellen, bis hin, dass mit diesen Daten dann eben auch Grundlagen geschaffen werden, um entsprechende BIM-Modelle oder 3D-Modelle zu entwickeln. Und das ist eigentlich ein Part, der sehr große Bedeutung bei Trimble hat, eben dort die entsprechenden Werkzeuge zur Verfügung zu stellen. Wir haben im vorhergehenden Vortrag gesehen, wie das Ganze aussehen kann dann mit dem Datenaustausch. Das, was ich Ihnen zeigen möchte, ist eigentlich, wie so ein typisches Projekt in der Praxis dann aussieht, wie der Ablauf ist, bis hin dann, was kann man am Ende aus den Daten dann verschieden machen. Schauen wir uns den Workflow an, wie das Ganze primär aussieht. Wir haben als erstes natürlich, wenn so eine Aufgabe auf Sie drauf zukommt, das Thema, dass Sie sich überlegen, wie können Sie diese Aufgabe entsprechend realisieren. Welche Gerätschaften brauchen Sie dafür? Sind das Totalstationen? Sind das GNSS-Empfänger? Sind das verschiedene Scanner? Dann gegebenenfalls, wenn Sie beim Thema Scannen sind, welche Genauigkeiten brauchen Sie? Welche Reichweiten brauchen Sie? Das ist von der Aufgabenstellung her sehr unterschiedlich. Das ist teilweise dann eben auch von der Genauigkeit her relevant, am Ende welches Ergebnis Sie dort erreichen wollen. Dementsprechend müssen Sie sich in der Vorbereitung eigentlich überlegen, was brauchen Sie an Instrumentarium, wie wollen Sie bestimmte Sachen realisieren, wie sieht die Georeferenzierung beispielsweise aus oder haben Sie bereits dort einen Rahmen festgelegt. Das sind Sachen dann, wo die in der Arbeitsvorbereitung ablaufen. Wenn Sie dann praktisch rauskommen ins Feld, der zweite Schritt wäre dann die eigentliche Datenerfassung, die Sie dort haben. Das heißt, Sie arbeiten im Feld mit dem Instrument Ihrer Wahl, was eben Ihre Anforderungen erfüllt, haben dort ein Tablet, auf dem entsprechend dann zum einen natürlich der entsprechende Scanner gesteuert wird. Zum anderen haben Sie aber hier eben auch gleichzeitig die Datenübertragung vom Scanner auf den Tablet. Der Tablet, die Software, die Perspective-Software, die dort drauf läuft, verknüpft automatisch die Punktwolken, die Sie generieren. Das heißt, Standpunkt für Standpunkt wird draußen im Feld bereits entsprechend kombiniert. Und Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, die Georeferenzierung durchzuführen, indem Sie über Passpunkte beispielsweise sich in ein übergeordnetes System integrieren. Wir haben mit dem Scanner zusätzlich die Möglichkeit, Bilder aufzunehmen. Diese Bilder können zum einen als Informationsquelle genutzt werden, zum anderen dann natürlich eben auch im Feld gleichzeitig, um die Punktwolke zu kolorieren. Sprich, Sie haben am Ende ein Ergebnis, wo Sie eine fertig kolorierte Punktwolke im Feld erreichen können. Sie können dort in dem Sinne dann auch einzelne Kontrollmessungen vornehmen oder Strecken, Höhen bestimmen.
die für Sie relevant sind in einer Punktwolke oder in einer Örtlichkeit und bestimmte Punkte, die für Sie wichtig sind, wo Sie Anmerkungen machen wollen für die Weiterbearbeitung, können Sie entsprechend dort die Anmerkungen machen, diese Punkte explizit kennzeichnen in der Punktwolke, um eben Hinweis für die Weiterverarbeitung dort zu geben. Am Ende dann haben Sie ein fertiges Ergebnis, die verknüpfte Punktwolke, also eine Punktwolke von Ihrem gesamten Objekt, machen dann nochmal eine Blockausgleichung und haben praktisch ein fertiges Ergebnis. Und dann unterscheidet sich eigentlich so ein bisschen, was Sie dann mit Ihrer Punktwolke machen wollen, sprich was eigentlich Ihre Aufgabenstellung dort ist. Sie können diese fertige Punktwolke dann auch in standardisierten Datenformaten, E57, LAS-Daten ausgeben, um sie dann entsprechend weiter zu bearbeiten. Die Nachverarbeitung ist dann, wie gesagt, ein bisschen davon abhängig, was soll das Ergebnis Ihrer Arbeit sein. Wir haben die Möglichkeit dann eben aus Perspective, wenn Sie nicht mit der Punktwolke alleine weiterarbeiten wollen, eben in verschiedene andere Software zu gehen. Eine Möglichkeit wäre dann in die Standard Trimmel Software, Trimmel Business Center, dort reinzugehen, gegebenenfalls Störpunkte, die in der Punktwolke drin sind, direkt noch zu eliminieren oder Teilbereiche der Punktwolke zu bilden. Wir haben die Möglichkeit, dann eben das Ganze mit anderen Vermessungsdaten, wenn Sie also nicht nur Scans gemacht haben, sondern eben auch mit GNSS oder mit Totalstationen gearbeitet haben oder Sie beispielsweise auch noch Daten haben, die von externen kommen, also Luftbilder oder WMS-Dienste nutzen wollen. Das alles können Sie hier in der Trimmel Business Center Software bearbeiten. Und wir haben ein Tool dort mit drin, was im Prinzip auf KI basiert, wo die Punktwolke dann sozusagen durcharbeitet wird und bestimmte Klassifizierungen schon vorgenommen werden. Das heißt, die KI erkennt, ist das jetzt ein Gebäude oder ist das eben Vegetation oder sind das Bodenpunkte? Und je nachdem, welche Aufgabe Sie haben, haben Sie hier eben die Möglichkeit, dann diese Punktwolke zu nutzen oder Teile dieser Punktwolke zu nutzen, wenn Sie ein Geländemodell erstellen wollen beispielsweise, dass Sie eben nur die Geländepunkte nehmen. Wenn Sie in den Gebäudebereich reingehen, eben die selektierten Gebäudepunkte nur weiterverarbeiten und den Rest in der Punktwolke belassen. Das heißt, hier ist also schon die Möglichkeit, eine gewisse Vorverarbeitung zu machen, um dann in die Modellierung praktisch reinzugehen. Weiterhin haben Sie hier auch die Möglichkeit, das Ganze natürlich mit Modellen, wir haben also die Option hier IFC-Modelle zu importieren, die Scans praktisch eben zu vergleichen mit geplanten Modellen. Sie haben die Möglichkeit, hier eben auch bestimmte Oberflächen direkt zu vergleichen, sprich die Punktwolke zum Modell oder eben auch verschiedene Baustati, wo verschiedene Punktwolken, wenn Sie also Mehrfachmessungen durchgeführt haben, dort zu vergleichen. Und was für viele eben auch sehr plastisch ist, dann die Möglichkeit, hier die Stationsansicht zu wählen. Das heißt, hier nehmen Sie die Punktwolke in Kombination mit der Stationsansicht, mit dem Foto praktisch von der Station und können das Ganze kombinieren, können hier erkennen, sind dort irgendwelche Widersprüche drin oder ist eben tatsächlich so gebaut worden, wie es halt auch geplant wurde. Wenn Sie mehr in den Bereich Innenausbau reingehen, dann bietet sich hier die Realworks-Software an. Hier sind ähnliche Funktionen, wie wir es eben im Trimmel Business Center hatten. Das ist also programmübergreifend. Sie haben hier die Möglichkeit, eben dann durch diese Punktwolken, wir hatten es im vorhergehenden Vortrag gehört, dass eben viele noch mit 2D-Plänen arbeiten, dass man also am Ende aus den 3D-Daten wieder 2D-Pläne generiert. Die Möglichkeit haben Sie hier, indem Sie dann eben Schnitte durch die Punktwolke durchlegen und diese eben
als DXF-DWG entsprechend ausgeben. Oder Sie können eben auch praktisch mit der Modellierung anfangen. Wir haben ein Modul drin, wo also die Rohrverfolgung ist. Das heißt, Sie wählen drei Punkte auf dem Rohr aus und dann verfolgt praktisch die Software die Punktwolke bis zu dem Punkt, wo es nicht weitergeht, wo vielleicht eine Muffe ist oder Reduzierstück oder ein Schieber und kriegen dadurch praktisch schon fertige Objekte, die sie dann entsprechend weiterverarbeiten können, haben hier auch die Möglichkeit auf Objektkataloge zurückzugreifen, sodass, wenn Sie eben von der Örtlichkeit her wissen, welche Dimension, was das für Material ist, können Sie das hier entsprechend dann schon mit dazu vergeben. Andere Anwendung wäre dann eben auch in dem Bereich, wenn es um Tankkalibrierung geht, wo Sie die Möglichkeit haben, eben Ihre Punktwolke entsprechend zu Modellen oder zu vorhergehenden Messungen zu vergleichen, das Ganze grafisch dann eben auch darzustellen, wo hat es Veränderungen gegeben, wo muss gegebenenfalls nachgearbeitet werden. Wenn Sie in die Modellierung reingehen, dann ist praktisch SketchUp bzw. Scan Essential Plugin für SketchUp eigentlich das Tool Ihrer Wahl. SketchUp eine sehr, sehr einfache oder sehr intuitive Software, die unheimlich viele Möglichkeiten bietet. Hier hat man es so gemacht, dass man eben auch ein Plugin geschaffen hat, wo man also die Punktwolken direkt importieren kann. Sie haben also die Möglichkeit, Ihre Scan-Daten, so wie Sie die draußen aufgenommen haben, hier entsprechend mit reinzunehmen. Haben dann die oder SketchUp an sich wird dann so platziert, dass Sie also Ihr Objekt immer im Zentrum haben und haben dann die Möglichkeit, mit den bekannten Tools aus SketchUp aus direkt in der Punktwolke auch zu arbeiten und praktisch hier die Modellierung zu machen, auf entsprechende Objektkataloge zurückzugreifen und hier dann Ihr 3D-Modell oder Ihr BIM-Modell an der Stelle dann zu generieren. Das Ganze dann entsprechend, wie gesagt, als fertiges Modell. Das war in dem vorherigen Vortrag, wo Sie das dann über verschiedene Datenübertragungsmöglichkeiten, wie eben in dem Fall dann Trimble Connect, eben auch wieder an andere Software bereitstellen können, wo Sie dann in Revit beispielsweise weiterarbeiten oder dann eben auch das wiederum als Modell nehmen, um es mit in den Außendienst zu nehmen, um dann draußen im Feld wiederum Feldvergleiche zu machen, ist die aktuelle Situation immer noch so, wie das Modell generiert wurde, oder gibt es hier entsprechend Widersprüche? Das heißt, hier ist eigentlich die Verbindung zwischen der Welt draußen, die wir als physische Welt oder als reale Welt wahrnehmen, und haben hier eben dann den Workflow, der sicherlich jedes Mal unterschiedlich ist, je nachdem welches Ergebnis in welchem Bereich Sie sind, und haben da eben dann die Möglichkeit, diese eben für verschiedene Anwender zur Verfügung zu stellen. Im vorhergehenden Vortrag wurde ja auch gesagt, die Zusammenarbeit ist hier eigentlich das Entscheidende, sodass wir hier an der Stelle dann eigentlich diese Verknüpfung zwischen der digitalen und der realen Welt gewährleisten können und der ein oder andere vielleicht auch dazu arbeitet.